Jo, was geht ab in der Wertfreundung? Willkommen zu einem neuen Bücherclub-Video. Willkommen zu einer neuen Laberrunde mit Viktor. Heißt das jetzt so? Keine Ahnung, ist auch egal. Und ich bin mal wieder nachts am Aufnehmen, da bin ich am aktivsten. Wer hätte es gedacht? Und heute wollte ich mal so ein bisschen über das Thema reden, was mich an YouTube stört. Oder mit anderen Worten, was an YouTube falsch läuft. Und ich habe mir jetzt keine Stichpunkte gesetzt. Aber ich denke mal, also ich habe mir so ein paar Stichpunkte im Kopf gesetzt. Und ja, Punkt Nummer 1 ist einfach die Tatsache, dass die Qualität von der Quantität ersetzt wird, in Anführungsstrichen. Das ist ja absolut nichts Neues und finde ich auch überhaupt nicht verwerflich, wenn jetzt beispielsweise die Authentizität trotzdem nice ist. Was ich da persönlich aber so ein bisschen schade finde, ist die Tatsache, dass der heutige YouTube-Algorithmus das gewissermaßen unterstützt mit den sogenannten Watch Minutes. So, einige Zuschauer werden sich jetzt fragen, okay, was sind denn diese Watch Minutes? Sagt mir jetzt persönlich gar nichts. Watch Minutes sind, ja, wie soll ich das erklären? Unabhängig davon, wie qualitativ hochwertig euer Video ist. Je länger das Video ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ihr besser gelistet werdet oder unter empfohlene Videos auftaucht. Und das finde ich persönlich so ein bisschen. Ich meine, bei Let's Plays ist es ja sowieso nicht schlimm, weil Let's Plays sind ja meistens sowieso 10 bis 20 Minuten lang. Da, keine Ahnung, ich habe auch nichts gegen Let's Plays. Aber für Content Creator, die so ein bisschen mehr Arbeit in ihre Videos stecken und die Videos einfach nicht länger kriegen als 5 bis 7 Minuten, die haben dann einfach die Arschkarte gezogen und darunter gehöre ich auch. Und ich will jetzt auch nicht irgendwie rumheulen oder so, weil mir geht es ja relativ gut, sage ich mal. Aber trotzdem finde ich das von dem Algorithmus selbst ein bisschen unfair, dass solche Videos benachteiligt werden. Finde ich einfach schade, muss auch nicht unbedingt sein. Punkt Nummer 2 ist die Tatsache, dass es viele falsche Vorbilder gibt. Das ist ja auch absolut nichts Neues. Und ich muss da, denke ich, auch keine Namen nennen. Wobei ich aber sagen muss, ich bin jetzt auch nicht unbedingt das beste Vorbild, aber auch nicht das schlechteste. Nur wenn irgendwelche Eltern zu mir kommen mit ihrem 8-jährigen Sohn und der ist dann Al-Bladi-Fan, denke ich mir, finde ich zwar auf eine gewisse Art und Weise schön, aber der Typ ist 8. Ich meine, ich habe ja ein relativ kindliches Format auf Al-Bladi. Nur versteht er überhaupt meinen Sarkasmus? Erstens. Und zweitens, ich habe so viele sexistische Anspielungen, eins nach dem anderen, und Wörter wie Hurensohn in meinen Videos. Da frage ich mich so ein bisschen, weiß die Mutter überhaupt, was für Videos ihr Sohn guckt? Also wie gesagt, ich mache kindliche Videos und die sind auch relativ stumpf. Aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass es was für kleine Kinder ist. Also sagen wir so 12 aufwärts. Absolut nicht schlimm, absolut nicht verwerflich. Aber 8-Jährige, muss nicht sein. Aber ja, kann ich nicht kontrollieren, sage ich jetzt mal. Was ich auch verwerflich finde, ist es nämlich so, seit einiger Zeit kann man mehrmals Werbung schalten auf seine Videos, aber nur, sobald das Video mindestens 10 Minuten lang ist. Und viele nutzen das extremst aus. Und auch hier gilt, Let's Plays sind sowieso länger, absolut nicht schlimm, absolut nicht verwerflich. Aber es gibt da so ein paar YouTuber, die haben vorher immer 5-Minuten-Videos gemacht und versuchen das irgendwie auf eine künstliche Art und Weise in die Länge zu ziehen. So, wenn man das kreativ hinbekommt, absolut kein Problem. Aber es gibt so ein paar YouTuber, ich will ja auch keine Namen nennen, ihr könnt die Namen meinetwegen in die Kommentare schreiben, interessiert mich gar nicht. Ach, die nutzen das einfach so ekelhaft aus. Die haben beispielsweise irgendwie eine 3-Minuten-Endcard am Ende und dann nochmal 1 Minute Blackscreen. Einfach nur alles tun, damit das Video irgendwie 10 Minuten lang ist. Damit man mehr Werbung schalten kann und mehr Geld verdienen kann, finde ich, ist eine absolute ekelhafte Art und Weise, um, ach, keine Ahnung, sowas muss einfach nicht sein. Warum tut man sowas? Ganz ehrlich, also dafür würde ich meinen Ruf doch nicht riskieren. Also ich kann es nicht nachvollziehen, wenn YouTuber alles tun, um mehr Geld verdienen, um mehr Geld zu verdienen und dadurch komplett ihren Ruf riskieren. Weil mir zum Beispiel ist das wichtiger als jedes Geld der Welt, aber vielleicht bin ich da auch alleine. Keine Ahnung. Ist jetzt ein paar Sonnenblumenkerne, ich hoffe, das stört euch nicht. Und auch eine Sache, die ich an YouTube nicht verstehe, ist die YouTube-Trendseite. Also die macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Ich habe die so ein bisschen analysiert. Ich habe mich gefragt, wie hängt das zusammen? Wie kommt man eigentlich in die Trends? Weil bei mir zum Beispiel ist es so, wenn ich ein Video hochlade, bin ich meistens am nächsten Tag irgendwie auf Platz 9 in den Trends durchschnittlich. Manchmal bin ich auch auf Platz 4. Das ist auch relativ krass. Manchmal auch auf Platz 4 sind 15, 16 und manchmal bin ich überhaupt nicht in den Trends. Und es gibt da so ein paar Kanäle, die existieren seit ein paar Tagen, die laden dann ein Video hoch und das hat dann irgendwie 30.000 Aufrufe, wo ich mich da wiederum frage, okay, wie hat dieser Kanal es geschafft, ein Video hochzuladen und einfach mal 30.000 Klicks zu machen? I don't know. Und dann ist dieses Video auch noch Platz 1 in den Trends. Und ein Julian Bam, der nach einem Tag irgendwie 1 Million Aufruf gemacht hat und tausendmal mehr Klicks, tausendmal mehr
Kommentare, Likes und so weiter und so fort und auch auf externen Seiten viel häufiger vorkam, Facebook und so weiter und so fort, ist dann irgendwie auf Platz 6, während dieses Video mit 30.000 Klicks auf Platz 1 ist. Also ich kann wirklich die Trendseite absolut nicht nachvollziehen. Falls dir jemand kapiert oder falls da irgendjemand eine Ahnung hat oder eine Theorie, kann mir das gerne mal unten in die Kommentare schreiben, aber ich muss ehrlich sagen, die Trendseite ergibt für mich einfach überhaupt keinen Sinn, muss ich da ehrlich sagen. Und dann gibt es noch eine Sache, da hat YouTube auch nicht wirklich Schuld dran, sondern das Verhalten der Konsumenten. Es ist nämlich so, dass die meisten Klicks eines Videos, also eines Videos von Titel und Thumbnail ausgehen. Also das kann man auch wunderbar bei mir beobachten, die letzten beiden Videos, die ich hochgeladen habe. Also wenn das Video hochgeladen wird, kommt wahrscheinlich noch ein drittes dazu. Aber das vorvorletzte, das um Ape Crime, also Geheimnis um Ape Crime ist das Video, glaube ich, das hat mittlerweile über 700.000 Klicks und das Video ist auch an sich nicht schlecht inhaltlich. So, und dann habe ich irgendwie ungefähr 3 Tage später ein weiteres Video hochgeladen und das war dann Freunde, die Nerven oder irgendwie so habe ich das Video genannt. Das war inhaltlich eigentlich viel besser, meiner Meinung nach. Das Video war länger, es hatte bessere Witze, meiner Meinung nach. Und ja, keine Ahnung, also in meinen Augen einfach ein extrem unterhaltsames Video und das hat nicht mal die Hälfte der Klicks. Einfach nur, weil der Titel für viele nicht sonderlich interessant ist. Freunde, die nervig sind und keine Ahnung, die Thumbnail war jetzt auch nicht unbedingt die stärkste und da kann ich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen nachvollziehen, warum sich viele YouTuber extrem Gedanken machen, wie sie ihr Titel gestalten, wie sie ihre Thumbnail gestalten. Und ja, einige YouTuber verlieren sich da so ein bisschen in Irreführen, sage ich mal. Also wie gesagt, ich persönlich finde es nicht schlimm, wenn man Clickbait macht, solange dieser nicht irreführend ist. Aber ich glaube, viele YouTuber setzen sich da unter Druck und verlieren sich einfach in dieser Irreführung und machen dann irgendwie, ja, keine Ahnung, extrem irreführende Titel. Und das muss jetzt auch nicht sein, weil dadurch riskiert man auch den Ruf. Und bei mir zum Beispiel ist es so, während das Video hier rauskommt, ist schon ein neues Video auf Iblali draußen. Und das ist... diese YouTuberin hat Gefühle für mich und dadurch, dass es eine Frage ist, kann es eine Annahme sein. Und es gibt bestimmt YouTuber, die hätten das Video genannt Sexangebot eines YouTubers oder einer YouTuberin, was einfach mit dem Videoinhalt überhaupt nichts zu tun hat. Und das Ding ist, wenn ich das Video so nennen würde, ne? Beispielsweise Sexangebot einer YouTuberin, also ich könnte das Video so nennen, kein Problem, aber dann hätte ich viel mehr Dislikes, hätte viel mehr De-Abos, aber das Video hätte viel mehr Klicks. So, und das finde ich auch ziemlich blöd. Ich glaube nicht, dass das immer so war. Keine Ahnung. Ja, und das sind halt einfach so die Sachen, die auf YouTube meiner Meinung nach so ein bisschen falsch laufen. Wenn euch weitere Sachen einfallen, dann schreibt es mal unten in die Kommentare rein, würde mich mal interessieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Leute. Tschüss.